Dein Name? Oliver Reck. Dein Alter? 54 Jahre alt. Deine Position? Ja, auf Schalke einige Positionen. Fing natürlich als Torwart an und endete als Interimstrainer bzw. Torwarttrainer und habe einige Positionen auf Schalke begleitet. Dein größter Erfolg? Mit Schalke sicherlich die Pokalsiege, aber auch Meisterschaft der Herzen. Obwohl es wehgetan hat, war es für mich trotzdem ein großer Erfolg. Deine heimliche Schwäche? Meine Schwäche ist sicherlich die Ungeduldigkeit. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, aber versuche das natürlich zu minimieren. Das ist vielleicht meine Schwäche. Olli, als wir dich gefragt haben, wir würden dich gerne an einem Ort treffen, der dir was bedeutet, hast du gesagt, okay, das Vereinsheim hier von Grün-Weiß-Rot-Büderich, das ist ein Tennisverein. Warum dieser Ort? Ja, es ist ein großes Hobby von mir geworden, muss ich klar sagen, Tennis spielen. Dadurch, dass meine Frau hier im Club schon etliche Jahre spielt, hat sie mich dann irgendwann überredet, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mitzukommen zum Tennisspielen. Das habe ich natürlich auch dann gerne gemacht. Habe hier mittlerweile einen sehr, sehr großen Freundeskreis, spiele regelmäßig Tennis, 2-, 3-, 4-mal die Woche, je nachdem, wie es zeitlich passt. Aber ist ein großes Hobby von mir geworden. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Man bewegt sich und wie ja vielleicht der eine oder andere weiß, hatte ich ja mal einen Herzinfarkt. Und gerade nach meinem Herzinfarkt war das eine Sportart, die da sehr, sehr gut reingepasst hat. Und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig auf dem Tennisplatz. Obwohl sie doch sehr intensiv und konditionsfordernd ist, ne? Das stimmt. Aber ich meine, wir sind Mitte 50 und da muss man so ein bisschen was tun auch für die Kondition. Und da passt es eigentlich ganz gut. Wenn du sagst, deine Frau spielt auch hier, spielst du auch gegen deine Frau? Wir sind sogar zweimal Clubmeister im Mix geworden hier im Verein. Also wir spielen regelmäßig, auch zusammen. Viele sagen ja, sie können mit ihrer Frau gar nicht spielen. Das trifft bei mir gar nicht zu, weil meine Frau auch eine gute Tennisspielerin ist, muss man dazu sagen. Aber im Grunde genommen ist es so, das ist unser Hobby. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, weil es mir auch mit unseren Freunden machen. Das ist das Positive dabei. Nehmt ihr denn auch am regulären Spielbetrieb teil? Ja, ich spiele ja auch in zwei Mannschaften, sogar in der 40er und der 50er Mannschaft mit in diesem Sommer gespielt. Also versuche da schon auch mich, wie es die Zeit einfach auch erlaubt, mit einzubringen. Und ich bin ja ein Wettkampftyp. Ne? Wir suchen ja immer den Wettkampf als Fußballer. Das Duell 1 gegen 1 oder das Mannschaftsduell, das liegt uns ja. Und von daher ist der Tennissport uns doch sehr nah. Das heißt, du warst Profisportler, das lässt man nicht hinter sich? Man verliert auch auf dem Tennisplatz sehr ungern. Das hat auf dem Fußballplatz war es genauso und das ist jetzt noch immer so. Also man versucht schon, jedes Spiel auch sehr ernst anzugehen und versuchen, zu konzentriert zu sein und auch jedes Spiel gewinnen wollen. Natürlich ist es ein Spaßfaktor heute, weil es unser Hobby ist, aber andererseits möchte man auch auf dem Tennisplatz nicht verlieren. Du bist ja auch Teil der Schalker Traditionself. Brauchst du diese Eigenschaften auch bei der Traditionself? Da spielt es für mich eher die Rolle, den Leuten, mit denen man lange Jahre zusammengespielt hat, dass man dann auch, oder dem Verein was zurückzugeben, das man auch bekommen hat über die ganzen Jahre. Also ich habe ja 12 Jahre auf Schalke gespielt und gearbeitet. Nicht nur 3, 4 Jahre, sondern 12 Jahre. Ist ja eine ganze Epoche. Und das prägt und das hat man viele Leute, mit denen man zusammen gespielt, zusammen gearbeitet hat. Und wenn man die regelmäßig treffen kann, ist das eine wunderbare Geschichte. Und Schalke hat ja nun mal auch einen gewissen Mythos. Und den habe ich immer auch mitgelebt, weil das gehört dazu. Und aus diesem Grunde, als mich der Olaf irgendwann mal gefragt hat, du, Schalke Traditionsmannschaft, habe ich sofort ja gesagt. In dem Maße, wie ich kann, sage ich, helfe ich gerne und bin dabei. Aber wenn man in die Kaderliste schaut, müsst ihr da einen härteren Konkurrenzkampf haben, als jemals in der Bundesliga gehabt habt. Da sind 10 Torhüter gelistet. Ja, wir haben eine große Auswahl an Torhütern. Das ist auch gut so, weil es kann halt nicht jeder immer zu jedem Termin. Wir haben ja, ich glaube, im letzten Jahr hatte der Olaf fast 50 Termine. Da kann ja nicht jeder bei 50 Terminen sein. So versuchen wir das ein bisschen aufzuteilen, dass jeder auch zum Spielen kommt. Und dann, wenn ich gefragt bin, wenn ich dann Zeit habe, bin ich auch da. Weißt du schon, wann du das nächste Mal für die Traditionself auflaufen darfst? Oh, gegen die Traditionsmannschaft muss ich sogar spielen, weil ich helfe Werder Bremen auch mal ab und zu aus. Und jetzt beim Hallenturnier in Lingen spielst du sogar gegen Schalke, leider. Okay, wie ist das dann? Ganz komisch. Ich hatte das vor 2 Jahren, glaube ich, schon einmal in Oldenburg. Das war ein ganz komisches Gefühl und das mag man nicht, weil man die ganzen Jungs auf der anderen Seite genau kennt und man da doch ganz anders in so ein Spiel reingeht. Das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl.
Also früher auf dem Platz, wenn man mit Schalke gegen Werder gespielt hat, war das was anderes. Aber jetzt als Traditionsspieler ist es doch etwas anderes. Und wie ist das dann, wenn du einen reinkriegst? Ja, das, darum geht es nicht mal. Man möchte sich nicht verletzen. Man möchte ganz gut mit dem, aus dem Spiel rauskommen, dass man sich immer in die Augen schauen kann, immer die Hand geben kann, ist nichts passiert. Es war ein faires Spiel. Das ist für mich das Wichtigste. Wie ist das denn, wenn solche Turniere von so Traditionsmannschaften sind? Ich stelle mir das vor, so, dass es so ein bisschen so ist wie, bei allem Respekt, so ein Altherrenturnier, wo man dann nach dem Turnier dann auch zusammensitzt und ein Bier zusammen trinkt? Oder ist das, Die Jungs nehmen das schon sehr ernst. Also verlieren tut keiner gerne. Und man will schon jedes Spiel auch dort gewinnen. Ich glaube, das ist auch die Maxime. Das sollte auch immer die Maxime sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle am nächsten Tag gesund sind und noch gesund zur Arbeit gehen können oder was sie auch immer tun. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dass man dann auch immer so ein bisschen was mitnimmt aus dem Tag. Ja, man trifft sich, viele Fans sind da, viele Leute sind da, man unterhält sich und es finden viele Gespräche statt. Und ich finde auch an so einem Tag, wo man sich mit der Traditionsmannschaft trifft, sollte irgendwas rauskommen. Das Ergebnis muss dastehen. Nicht nur das Ergebnis auf dem Platz, sondern auch danach. Gute Gespräche haben, gesellig sein. Und das ist auch wichtig. Das ist das, was nach der Karriere kommt. Vor der Karriere kommt meistens der Jugendfußball. Und da hast du deine Gene an deinen Sohn Gianluca weitergegeben. Der spielt in Duisburg U19. Wie kommst du dazu? Und auch Torwart. Also hast du... Ja, ist ja nicht der Einzige. Mein großer Sohn, der Daniel, der hat ja auch jetzt bis vor kurzem noch im Tor gespielt bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Mannschaft. Also das ist ja... Ich habe meine Gene von meinem Vater vererbt, der auch lange Fußball gespielt hat. So habe ich meine Gene weitergegeben. Und ja, schauen wir mal, was aus den Jungs wird. Aber ich drücke natürlich die Daumen. Aber das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Die müssen sich entwickeln, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in der Schule als Mensch. Und das ist viel, viel wichtiger. Wie ist das dann, wenn man, ich sag mal so, Fußballvater auf einmal ist, seine eigenen Jungs? Gibt man da Tipps oder lässt die in Ruhe? Nein. Die müssen ihre eigene Erfahrung sammeln. Sicherlich, wenn Fragen wären oder sind, versuche ich die zu beantworten. Aber schlussendlich müssen sich die Jungs auch selber beweisen auf dem Platz und selber durchsetzen. Dann kann man nicht mehr helfen, sondern in dem Moment, wo sie auf dem Platz stehen, müssen sie ihre eigenen Entscheidungen fällen. Und wie wichtig Entscheidungen sind auf dem Fußballplatz, gerade als Torwart, hat man am Wochenende wieder auf Schalke gesehen mit Nübel. Ne? Eine Entscheidung, vielleicht falsch getroffen, im falschen Moment rausgegangen und schon... ist man auf der Verliererseite oder zum Glück nicht, aber ist man mit einer roten Karte bestraft, man schadet seiner Mannschaft und das sind also Momente, wo ein Torwart mitnehmen muss und wo man auch immer wieder bedenken muss, wie wichtig es ist, jede Entscheidung zu treffen im Spiel. Du hast gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass sie sich auch menschlich weiterentwickeln und ihren eigenen Weg gehen. Bist du dann quasi eher, sagen wir mal, so ein Berater hinterm Berater, also eher wirklich so ein klassischer Vater, der guckt, dass... seine Söhne dann einen vernünftigen Weg gehen, aber welchen Weg sie jetzt nehmen, müssen sie selber entscheiden? Ich glaube, ich sehe mich so also nicht so als Vater- oder Beraterrolle, sondern man ist ja heute alles. Man ist Lehrer, man ist Psychologe, man ist Trainer, man ist so viele Positionen, die man da hat, die man ausfüllen will, aber die ja gar nicht alles so eins zu eins genauso umsetzen kann. Man muss genau das anwenden, was man fühlt. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich das Gefühl habe, ich müsste was sagen, werde ich das tun. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss nichts sagen, mache ich es nicht. Du hast es gerade schon angedeutet, dein Sohn Daniel und auch der andere, Marc Philipp, hat mal zumindest eine Zeit lang im Tor gespielt. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du denen dann immer gesagt, okay, ohne Handschuh darfst du kein Fußball spielen? Ich wollte schon am Anfang, dass sie mehr im Feld spielen, aber das Gen hat durchgeschlagen. Sie haben sich einfach im Tor auch bewährt, das muss man dazu sagen. Und wenn man sich im Tor bewährt, dann würde ich ja dann auch sagen, du hast ein gewisses Talent. Du weißt, wie der Ball springt, du weißt ungefähr, was ich aufwenden muss, um den Ball zu halten. Also das können die ganz gut einschätzen. Und wenn man das gut einschätzen kann, die Situation, dann hat man als Torwart einen riesen Vorteil. Und wenn das Auge, Hand, die Koordination gut ist, dann hat man schon mal die Situation, dass man da schon mal auf dem richtigen Weg ist. Wie bist du eigentlich selber Torhüter geworden? Indem ich in der Jugend alles ausprobiert habe. Ich habe eigentlich auch lange selbst im Feld gespielt. Das mir dann später auch geholfen hat, weil die Rückpassregel ja irgendwann mal kam, die war wichtig für mich. Aber ich habe im Tor gespielt und draußen in der Jugend und habe dann aber irgendwann erkannt, dass ich auf dem Bereich, gerade im Tor, mich nach oben spielen kann, auch in die Auswahlmannschaften mich gespielt habe. Ich bin ja in Frankfurt geboren und habe dann in der Hessenauswahl später gespielt als
als 15-Jähriger und das war für mich so das Sprungbrett. So, jetzt will ich es probieren, auch auf der Basis in den Profifußball reinzukommen. Und damals war die Torhüterausbildung sicherlich noch eine andere, als sie heute ist, oder? Ja, ich hatte meinen ersten Torwarttrainer eigentlich erst auf Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte also in Bremen jahrelang immer nur den Co-Trainer, der mich unterstützt hat, oder die Mannschaft. Aber den ersten Torwarttrainer, den hatte ich auf Schalke. Und davor gab es das eigentlich gar nicht. Und wie war es dann auf einmal? Wer war es nochmal? Ja, erst war es Eddie Achterberg und später Holger Gerke. Stimmt, genau, Eddie Achterberg. Und Eddie Achterberg war ja kein Torwarttrainer, das war ja mehr ein Co-Trainer, aber der hatte diese Position das ausgefüllt. Das ist ja auch, nachdem Hubert neu weggegangen ist, richtig, auf die Co-Trainer-Position genau. gerückt. Und danach kam dann Holger Gerke als richtiger Torwart, nur haben wir uns ja nicht so als betrachtet Trainer, Spieler, sondern das war ja mehr ein Kollege für mich. Ich habe gegen den Holger noch selber gespielt und kannte den Holger Gerke sehr, sehr gut und habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch heute noch mit ihm. Wir spielen ja zusammen in der Traditionsmannschaft manchmal, also da sieht man mal, wie eng das vernetzt ist. Und auch da haben wir uns gegenseitig gepusht, gegenseitig unterstützt, gegenseitig geholfen. Und nur so kann es funktionieren. Wenn man im Team gut funktioniert, wird auch die Mannschaft davon Profit rausziehen. Das ist einfach so. Dass die Entscheidung für dich, Torwart zu sein, eine gute war, kann man an den Zahlen sehen. Das kann man nicht wegdiskutieren. 471 Bundesligaspiele. 8 Titel hast du geholt, bist Europameister, Pokal, der Pokalsieger geworden, Deutscher Meister, Pokalsieger geworden. Welcher von den Titeln bedeutet dir am meisten? Die Summe an sich bedeutet mir viel, weil wenn man nicht bei Bayern München spielt und dann so viele Titel gewinnt, das heißt irgendwo was. Also wenn man bei Bayern spielt, gewinnt man jedes Jahr irgendwie 1, 2 Titel, keine Ahnung, ne? Also so mal gesagt. Aber ich habe ja nie bei Bayern gespielt. Ich habe bei Werder Bremen, bei Schalke 04 gespielt und bei Kickers Offenbach. Und habe trotzdem diese Anzahl an Titel gewonnen. Und die gewinne ich nicht nur, weil ich in einer guten Mannschaft gespielt habe, weil ich auch teilweise meinen Teil dazu beigetragen habe. Ich erinnere mal gerne an die Anfangszeit Schalke 04, als ich dann von Werder nach Schalke gewechselt bin. 98 war ja so ein bisschen die Stimmen. Jetzt holen die auch noch den Pannenolli aus Bremen. Ne? So, diese Stimmen kamen so ein bisschen rüber. Das habe ich ja relativ schnell dann weggewischt, indem ich Leistung gezeigt habe. Nicht mit Worten, sondern mit Taten auf dem Platz. Wir haben dann, hab dann gesagt, ich will Meister werden mit Schalke. Haben alle gelacht. Wie will der mit Schalke Meister werden? Ja, und wir hätten es ja fast geschafft 2000, 2001. Das war ja so ein ganz kleines Stückchen, was noch gefehlt hat. Und ich glaube, das wäre für mich der größte Erfolg gewesen, wenn ich mit Schalke Meister geworden wäre. Das wäre das Ü-Tüpfelchen gewesen, keine Frage. War das auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die größte, ja, wie soll man es sagen, das härteste, das frustrierendste, das enttäuschendste, ja, für dich in deiner Karriere? Ja, sicherlich. Aber der Moment danach, als dann 2 oder 3 Tage später die Fans sich mobilisiert haben, um uns im Training für das Pokalendspiel gegen Union Berlin anzufeuern, und zu sagen, so, die Mannschaft bauen wir jetzt auf, wir fahren nach Berlin und gewinnen den Pokal und feiern diese Mannschaft. Und dieses aufmunternde Gefühl, das war schon enorm. Ich glaube, das, sowas gibt es nur auf Schalke, so ein Gefühl. Und das ist ja das, wenn es ganz schlecht ist, wären Schalke immer da. Und wenn es ganz gut ist, ist Schalke auch immer da. Und das ist, glaube ich, das, was auch das ausmacht, Schalke 04. Das sieht man an den letzten 3 Saisons. Ne? Also ganz oben gespielt, abgestürzt, jetzt wieder ziemlich gut platziert und schon reagiert die ganze Schalke-Welt und alle sind wieder euphorisch. Und das ist auch das Gute daran. Also himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das liegt manchmal so eng zusammen. Macht den Verein auch aus, ne? Genau. Aber das ist das Schöne daran. Wenn man auf deine Visitenkarte schaut, sieht man auch, wie gesagt, 2 deutsche Meisterschaften mit Werder Bremen. Nicht nur eine, sondern 2. Welchen Stellenwert hat für dich die Zeit an der Weser? Ja, es war nach meinem Sprungbrett gegen Offenbach, hat mir Otto Reagl die Chance gegeben, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und ich habe ja die Nachfolge von Dieter Budenski, einem Idol, ein ehemaliger Schalker, muss man auch mal dazu sagen. Dieter ist ja auf Schalke aufgewachsen, auf Kohle geboren. Den durfte ich ersetzen in Bremen und habe dann gerade in der Anfangsphase die ersten Jahre sehr konstant als junger Torwart gespielt in der Bundesliga, habe ja auch einige Rekorde mit aufgestellt und das war einfach eine tolle Anfangsphase von mir in der Karriere, die mir unwahrscheinlich viel Auftrieb gegeben hat. So habe ich sehr viel Mut gezogen aus diesen ersten 2 Jahren und hatte dann aber auch Situationen als Torwart. Und da sind wir wieder beim Thema, es geht nicht immer nur in eine Richtung, es geht auch dann wieder mal in die andere Richtung. Und diese Phasen habe ich auch durchlebt, aber bewusst erlebt und
ich glaube, ich bin da auch immer gestärkt rausgegangen, weil ich immer gewusst habe, klar, hast du jetzt vielleicht wieder einen Fehler gemacht oder da hat das nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, aber schlussendlich habe ich immer eine Reaktion gezeigt auf das, was passiert ist. Und dann habe ich mich nicht in mein Schneckenhaus verzogen, habe gesagt, so, jetzt können mich alle mal, jetzt stelle ich auf stur, nein, ich habe gesagt, nein, jetzt gehst du raus und zeigst offensiv, was eigentlich in dir steckt, was deine Stärken sind, der Mut, trotzdem Offensiv-Torwart zu sein. Ich war schon immer der offensive Torwart, der mitgespielt hat, der Situationen im Voraus erkannt hat und das habe ich gnadenlos durchgezogen. Aber wie macht man das? Man hatte kein Torwarttraining. Videoanalyse war auch noch nicht erfunden. Heutzutage, wenn heute ein Torwart einen Fehler macht, dann wird es sich hinterher zusammengesetzt, dann sitzen da drei Torhüter, ein, teilweise sogar zwei Torwarttrainer, da sitzt ein Sportpsychologe und baut den Spieler wieder auf. Hast du diese Dinge dann immer mit dir alleine ausgemacht? Nein. Hatte ich immer eine sehr, sehr gute Mannschaft um mich herum. Ob das in Bremen war, wie auf Schalke war. Ich hatte sehr, sehr gute Spieler, integre Spieler, Spieler, die eine klare Meinung hatten und die auch immer kommunikativ mit mir waren. Das habe ich auch immer gesucht, diese Kommunikation. Das war für mich wichtig. Aber also die dann gekommen sind und gesagt haben, ja, hey, Oliver, natürlich. Wir haben darüber gesprochen, wir haben das auch versucht zu analysieren und die Situation ganz klar besprochen, wie sie aussehen, was man jetzt machen sollte, wie man sich verhält und. Das haben wir genau abgesprochen. Aber ich hatte natürlich auch eine starke und gute Familie hinter mir, die mir geholfen hat in bestimmten kritischen Situationen. Das auch sehr, sehr wichtig ist, glaube ich. Und das hat mir sehr, sehr viel Mut gegeben und mich auch immer diese Unterstützung hat mir dann auch gut getan, in den entscheidenden Spielen wieder da zu sein. Ein kritischer Moment oder vielleicht auch ein nicht so schöner Moment war für dich, obwohl du es bist, Pokal, der Pokalsieger, das Finale, du hast gefehlt. Ja, ich konnte im Finale zwar nicht dabei sein, habe die Mannschaft aber mit in dieses Finale geführt, das muss man ganz klar sagen. In den Runden davor gegen Istanbul und gegen Brügge hatten wir ganz, ganz schwere Spiele, gerade auch auswärts. Das waren ganz knappe Spiele. Man sagt immer diese 50-50 Spiele, das kann in diese Richtung schlagen und in diese Richtung schlagen, aber damals hatten wir da einen ganz guten Torwart im Tor, der in beiden Auswärtsaufgaben sehr, sehr gut agiert hat, wie in Brügge, wie auch in Istanbul. Und das waren wichtige Spiele, um die Mannschaft schlussendlich dann auch ins Finale zu führen. Ja, du warst gesperrt, ne? Ich war gesperrt. Ich hatte im zweiten Halbfinale im Heimspiel die zweite gelbe Karte bekommen und nach dem Revanche-Fall so ein bisschen von mir, aber das gehört manchmal im Fußball dazu, das sind Emotionen auf dem Platz. Ne? Da wird ja auch immer noch, man spricht da jede Woche drüber, das ist so. Man ist emotional manchmal so dabei, da hat man sich nicht immer so 1000%ig unter Kontrolle. Deswegen kann ich jeden verstehen, der selbst spielt heute und dann mal reagiert, dann weiß ich selber, ich habe auch mal gespielt, ich weiß, was das heißt. Wie bitter war es dann für dich, das Finale von außen zu sehen? Dass wir gewonnen haben, war hervorragend und das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Wir hatten damals eine Top-Mannschaft. Wir hatten ja noch mit Klaus Allofs, mit Windenrufer, zwei exklusiv super Stürmer. Wir hatten eine super Abwehr mit Rune Bratzert, mit einer eingespielten Mannschaft, die wirklich super funktioniert hat. Dieter Alt, Mirko Votava, also wirkliche Haudegen, die auch wussten, auf was es drauf ankommt. Und aus diesem Grund haben wir auch diesen Europapokal gewonnen. Und ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren unwahrscheinlich viele Mannschaften den Europapokal gewonnen haben. Bis auf Bayern München, die Champions League und Dortmund. Also da kam man nicht mehr ganz so viel. Schalke natürlich auch. 345 Spiele hast du für Werder Bremen gemacht. Dennoch hast du dich dann 1998 im Sommer entschieden, ich mache was Neues. Wie kam es dazu? Ja, der Hauptgrund, der Hauptantrieb war natürlich Rudi Assauer, muss ich ganz klar sagen. Also ich kannte natürlich den Rudi schon lange aus der Bremer Zeit vorher. Er war ja auch in Oldenburg mal eine kurze Zeit, hat immer noch Kontakte nach Bremen gehabt und so war immer unser Kontakt, den gab es immer. Und als dann feststand, dass Jens Lehmann nach Mailand geht, suchte Schalke natürlich einen Torwart. Ich hatte eigentlich schon Real Zaragoza zugesagt in Spanien. Ich war eigentlich schon in Spanien. Und dann kam der Anruf vom Rudi und dann haben wir uns ein paar Tage habe ich mir gesagt, so, ich muss mir das überlegen und habe dann aber entschieden, okay, ich gehe nach Schalke, weil das hat mich dann schon gereizt, weil nicht nur den Leuten zu zeigen, da kommt einer, auf den man sich verlassen kann, sondern auch diese Situation mit Rudi Assauer. Es war klar, das hat er mir von vornherein gesagt, du wirst später irgendwann bei uns mit dem Trainerstab dabei sein, du wirst deine Trainerscheine bei uns machen können, du wirst dich entwickeln können als Trainer. Das war für mich eine wichtige Aussage. Das hätte ich sicherlich auch in Bremen machen können, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit Rudi Assauer an meiner Seite jemand hatte, den ich genau so gesucht habe, den ich dann natürlich in Bremen nicht mehr hatte. Otto Rehagel war weg,
hat sich viel verändert in Bremen zu der Zeit. Und aus diesem Grund habe ich diese Chance genutzt, nach Gelsenkirchen zu gehen. Und wer will schon Tapas essen, wenn er Currywurst haben kann? Richtig. Trotzdem, der Start auf Schalke war nicht so gut, ne? Ich habe mich gleich im ersten Training verletzt mit einer schweren Muskelgeschichte. Ich hatte nie in meiner Karriere einen Muskelfaserriss und im ersten Training passiert mir das. Hat aber auch Gründe. Ich habe mich unwahrscheinlich intensiv auf diesen ersten Tag vorbereitet. In meinen freien Tagen bin ich, glaube ich, jeden Tag gelaufen und jeden Tag trainiert und gemacht und getan. Und das war vielleicht dann doch etwas zu viel. Und ich wollte es allen zeigen auf Schalke, ich bin der Richtige nach Jens Lehmann. Und habe dann aber erst mal ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Hatte dann eine schwere Schulter-OP, die dann im Anschluss kam. Also ich war eigentlich das erste Jahr komplett fast weg. Ja, habe dann aber wieder den Anschluss gekriegt. Und das zeigt ja auch, dass ich gewillt war, zu zeigen den Leuten, da ist jemand, auf den könnt ihr euch verlassen. Du hast es gerade schon gesagt, es hieß dann auch, da kommt der Pannen-Olli. Warst du dich auch deswegen so ehrgeizig vorbereitet, weil du zeigen wolltest, pass mal auf, der Ruf, der mir vorauseilt, der ist, nicht der, ist nicht der? Ja, das wollte ich vielleicht schon ein bisschen zeigen, das kann schon so sein, aber ich glaube, ich wollte die Leute befriedigen, zu sagen, das war die richtige Entscheidung, die der Assauer getroffen hat. Und wenn man dann in den Jahren, ich weiß nicht mehr, 2 Jahre von den Fans zum Spieler des Jahres gewählt wird, von keinem Journalisten, von keinem anderen Trainer, sondern von den Fans, das ist für mich die größte Auszeichnung, die ein Sportler haben kann, wenn du von den eigenen Fans zum Spieler der Saison gewählt wirst. Ich glaube, das war für mich dann auch schlussendlich ein Zeichen, es war genau der richtige Schritt. Trotzdem gab es in diesem ersten Jahr eine Phase, wo du gesagt hast, ey, warum bist du nicht einfach in Bremen geblieben? Nein, den gab es nicht, wirklich nicht. Weil ich war von dieser Aufgabe überzeugt, ich war von Schalke überzeugt, von der Mannschaft überzeugt, von Rudi Assauer überzeugt, von Huub Stevens total überzeugt als Trainer. Die Gespräche waren top und dass ich mich verletze in dem ersten Training und auch danach nochmal, dazu kann keiner was, das passiert im Sport und das muss man dann versuchen auszubügeln. Das habe ich getan, indem ich danach Leistung gezeigt habe. Im zweiten Jahr war aber auch das Torwartduell erstmal offen. Erinnerst du dich am 8. Februar 2000? Das müsste das Spiel in Ulm gewesen sein. Nee, gegen deinen Ex-Club, Werder Bremen. Ah ja, genau, es war ein Abendspiel in Bremen. Ne? Ja. Und für Werder ging es um gegen den Abstieg. Ich weiß, nach dem es war das erste Spiel. Nee, zu Hause, es war zu Hause. Es war zu Hause. Es war zu Hause. Okay, nee, weiß ich nicht mehr so genau. 3-1 gewonnen und zum ersten Mal wurde im Parkstadion diese Olli-Olli-Rufe. Okay. Hast du es damals... Weiß ich jetzt nicht mehr genau den Moment. Ich weiß halt nur, irgendwann hatte ich so das Gefühl, die Zuschauer haben jetzt erkannt, wer da eigentlich ist. Das ist jetzt keiner, der da hinkommt und bla bla macht, sondern der anpackt, der auch in kritischen Situationen seinen Mann steht. Und das ist ja das, was heute wichtig ist. Das ist ja... Wenn man heute die Bundesliga durchgeht und sich die Torhüter anschaut, ne, das Wichtigste ist, kritische Situationen überstehen und aus diesen kritischen Situationen bestärkt herauskommen. Und kein anderer konnte das besser als ich. Ich habe sicherlich immer wieder eine mitgekriegt, was aber nicht schlimm ist. Das gehört dem Fußball dazu. Aber ich bin aus diesen Geschichten auch immer sehr, sehr gut rausgekommen, weil ich von mir selbst überzeugt war und Leute in meinem Umfeld hatte, in meinem Kreis hatte, die mich auch darin bestärkt haben. Zu Beginn des Jahrtausends ist eine verdammt starke Schalker Mannschaft gewachsen. Was hat euch damals so stark gemacht? Das Schlüsselerlebnis in diesem Jahr, als Andi Möller kam, muss ich klar sagen, war in Kopenhagen bei dem ersten Auswärtsspiel in vor der Saison, als die Fans den Andi bei jeder Attacke attackiert haben, bei jedem Angriff, bei jedem Eckball, ihn auspfeifen wollten oder gepfiffen haben und die Mannschaft auch, sagen wir mal, das hat spüren lassen, dass sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind. Ne? Was ja auch erstmal, dass man so stehen lassen kann. War ja ein Knaller, als er kam. Richtig. Aber wie man das nach diesem Spiel gekippt hat, wie wir uns den Fans gestellt haben, wie wir uns als Mannschaft gesagt haben, wir unterstützen Andi Möller, wir unterstützen diese Entscheidung, wir tragen das zu 1000% mit, hatten dann im ersten Spiel gegen 1. FC Köln zu Hause 2-0 gewonnen. Da hast du gemerkt, so jetzt, da entsteht irgendwas, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die funktioniert. Vom ersten Tag an, wir haben dann mit Ebbe Sand, mit Emil Penza, mit Jörg Böhme, Gerald Asamoah, Ebbe Sand, Thomas Scheito, wirklich Charaktere, Thomas Waldoch, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen konnten. Und das hat man dann auch gespürt und man hat dann auch das Feuer gespürt, das in dieser Mannschaft ist. Und
Wurde leider nicht zum ganz großen Feuer. Das hat leider nicht ganz geklappt. Aber dass das eine tolle Mannschaft war, ich glaube, das muss man ganz klar herausstellen. Nach diesem Kopenhagen-Spiel, wann habt ihr dann, merkt man dann so als Team auf einmal, gerade wir hatten das Thema ja gerade schon mal, auf einmal, dass wie die Fans sich wieder so hinter euch stellen und von hinten schieben, merkt man das als Fans, als Spieler? Dann kam ja dieses erste Spiel gegen Köln. Und dann war die erste Halbzeit, ich glaube, es stand noch 0-0 zur Halbzeit. Oder es hat lange gedauert, bis wir das 1-0 gemacht haben, so eine gewisse Unruhe im Publikum. Aber das wurde dann, nachdem die Fans gemerkt haben, die sind sicher, die sind nicht nervös, die sind gestärkt. Und die das gespürt haben, kam das so auch auf die Mannschaft über. Und wir haben das dann auch projiziert auf die Tribüne. Und das hast du dann einfach gespürt im Stadion. Wer war für dich damals der beste Fußballer im Team? Ja, wir hatten schon Andi Möller, muss man ja. Jetzt kann man über Andi Möller denken, wie man will. Der hat aber in seiner Karriere alles erreicht. Der ist Europapokalsieger geworden, der hat die Champions League gewonnen, der ist Meister geworden, der ist Weltmeister, Europameister. Er hat keinen Pokal, den der nicht gewonnen hat. Also das musst du erst mal schaffen. Und dann auch diese Hürden, die der nehmen musste. Die lief ja auch nicht alles glatt in seiner Karriere. Aber als Fußballer, als Mensch, wie er sich gegeben hatte, Chapeau, sage ich nur, wie er das gemacht hat, Kompliment. Das macht nicht jeder und das hat er geschafft. Die 4-Minuten-Meisterschaft, okay, war sicherlich der bitterste Moment, aber ihr habt euch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auch für die Champions League qualifiziert. Was war denn rückblickend für dich der schönste Moment auf Schalke? Ja, der schönste Moment waren sicherlich die Pokalsiege, keine Frage, aber du sagtest ja Champions League, da muss man sagen, da haben wir ja dann auch wieder eine Situation vorgefunden. Im ersten Heimspiel in der Champions League passiert dieses Unglück in New York. Genau 4 Stunden vorher und wir saßen vorm Bildschirm und betrachteten das. So war die Stimmung im Stadion, so war die Stimmung auf dem Platz und wir mussten Fußball spielen. Am nächsten Tag sind alle Spiele abgesagt worden. Alles abgesagt worden. Also das ist auch wieder so eine Situation, wo man wieder sagen, ja, typisch, das passte wieder genau ins Bild. Wir haben unseren ersten Auftritt international, wo wir überzeugen wollen zu Hause gegen eine Athener Mannschaft, die gut war, muss man dazu sagen. Aber wir hatten die Chance, diese Mannschaft zu schlagen. Und dann war einfach an diesem Tag, es war nicht möglich. Es war nicht möglich, normal Fußball zu spielen. Und das hat leider die UEFA viel zu spät erkannt. Zumal, ich erinnere mich an die Atmosphäre im Stadion, unsere Fans waren totenstill und die Athener-Fans haben Party gemacht. Also es war nur eine Diskussion. Als wir es ging ja mittags um 1 Uhr los oder um 1:30 im Hotel. Es gab nur ein Thema, über das wir gesprochen haben. Das Spiel war zweitrangig, muss ich ganz klar sagen. Und schade, es war das erste wichtige Spiel für uns in der Champions League. Und wie wichtig ein erster Spieltag ist, sieht man in diesem Jahr Bayer Leverkusen. Die haben das erste Spiel zu Hause gegen Moskau verloren, haben es jetzt nicht gepackt. Hätten die das gegen Moskau nicht verloren, das erste wären die, glaube ich, jetzt auch noch in der Champions League. Also dieser erste Spieltag ist enorm wichtig. Und wir verlieren es, weil so eine Situation entstanden ist. Aber es gab auch die positiven, in diesem Jahr die positiven Ereignisse, die DFB-Pokalsiege, die beiden. Ich erinnere mich an ein Bild nach dem Finale gegen Leverkusen. Da saßt du mit Mike Büskens, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe Stunde im Mittelkreis. Ich glaube, es war sogar länger. Ja? Weil es kamen schon die Spieler geduscht zurück auf den Platz und haben wieder mit uns mitgefeiert. Da waren wir ja noch immer noch auf dem Platz. Das war echt garantiert länger als eine halbe Stunde. Wir wussten natürlich, wir zwei, also der Mike und ich, so viele Titel werden wir in unserer Karriere nicht mehr gewinnen. Als Spieler. Und das haben wir natürlich ausgekostet. Und ich muss dazu sagen, dass dieser Moment, einfach nochmal einen Titel zu gewinnen in diesem Alter, wo ich auch war, und dann mit einem tollen Spiel gegen Leverkusen, mit einer tollen Atmosphäre im Stadion, das war eine besondere Situation. Die haben wir genossen und die Fans haben das mitgetragen. Und ich möchte diese Momente nicht missen. Es waren tolle Momente. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ich war ja doch einige Male in Berlin, aber das war sicherlich für mich der emotionalste Moment. Ich weiß, ihr habt da gesessen und habt in die Fankurve geguckt. Worüber habt ihr euch unterhalten? Habt ihr euch überhaupt ich kann mich noch an eine so eine Geschichte erinnern, als wir darüber, Mike, wir werden das nicht mehr erleben. Was wir jetzt gerade erleben, so als Spieler nie mehr. Vielleicht als Trainer, haben wir gesagt, ne? Haben wir schon so irgendwas mal vorgesponnen. Dass wir dann später auch bei Fortuna zusammengearbeitet haben, war ja auch so ein Punkt, ne? Wir haben ja auch ein super Verhältnis zusammen und das haben wir dann auch nicht nur in diesem Spiel, nach diesem Spiel gesehen, sondern auch danach noch und heute noch, wenn wir uns sehen. Und das ist ja ein Moment, den nimmt man mit. Man nimmt nicht mit, dass man den Pokal in der Hand hat, man nimmt diese Erlebnisse mit, weil die viel, viel wichtiger sind.
Und die Party danach war bestimmt riesig. Die war auch gut, die war auch gut. Im Sommer 1996 hat Fußball Deutschland über mögliche Qualitäten von Olli Reck als Feldspieler diskutiert. Weißt du noch warum? Ja, es war bei der Europameisterschaft. Wir standen irgendwann im Halbfinale gegen England und hatten keine Mannschaft mehr. Weil ich glaube, wir hatten in dem Turnier 6 oder 7 oder 8 schwer verletzte Spieler und konnten sogar einen Spieler nachnominieren mit Jens Todt. Das gab es ja auch noch nie, dass man einen Spieler nachnominieren durfte, aber wir durften das. Und so war der Berti Vogts gezwungen, im Training oftmals den Olli Reck als Feldspieler mit einzubauen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich auch als Kind immer draußen mitgekickt habe. Und mir, dass diese Rückpassregel auch zugute kam, muss ich dazu sagen. Ich bin eher ein Torwart, der ein bisschen auch mit der Kugel umgehen konnte. Und das habe ich in diesen Trainingsspielen gezeigt. Und dann hat der Berti irgendwann gesagt, du, wenn Not am Mann ist, dann kriegst du dein normales Trikot an. Wir besorgen dir ein normales Trikot. Du bist Spieler von Deutschland. Und wenn es Not am Mann ist, schmeißen wir dich rein. Und so war's. Und dann habe ich mit diesem Trikot auf der Bank gesessen. Und wenn Not am Mann gewesen wäre, hätte er, glaube ich, auf mich zurückgreifen können. Ich wäre da gewesen. Weißt du noch, welche Nummer du hast? Ich hatte meine normale Nummer, also die 21. Die hatte ich dann auch als Feldspielertrikot. Ich habe dieses Trikot noch zu Hause. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du das so? Ich hatte das auch mal ein Jahr für das Deutsche Fußballmuseum zur Verfügung gestellt. Aber da ich nur eins habe, habe ich gesagt, das ist mein Eigentum, das soll das so bleiben. Auf welcher Position hättest du im Feld am meisten geglänzt? Ich glaube, ich bin da sehr flexibel einsetzbar gewesen. Also ich hätte mich als Stürmer vielleicht sehen können, also ein bisschen als Sturmtank, aber ich habe auch fußballerische Qualitäten. Aber als Abwehrspieler glaube ich auch, wie man ein Spiel ablaufen kann, wie man gute Spieleröffnung. Ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt. Also ich bin da auch flexibel gewesen. Geglänzt hast du auf dem Feld am 9. Februar 2002. Weißt du in warum? München? Nein. Gegen St. Pauli. Gegen St. Pauli, ja gut, auch eine Anekdote. Hast du dein einziges Bundesliga-Tor gemacht? 11 Meter, warst du noch gegen wen? Gegen St. Pauli und gegen den jetzigen Torwarttrainer vom Schalke 04, ja. Es war eine Situation, ich wusste, dass so viele Spiele kommen nicht mehr auf mich zu. Es war meine letzte Saison und dann habe ich mit Hüb irgendwann mal darüber gesprochen. Er sagte, du, wenn ein Elfmeter kommt und du bist gut drauf, dann gehst du hin und machst den. Und ich wusste auch noch, dass nach dem Spiel St. Pauli sich aufgeregt hatte, wie könnt ihr jetzt da so den Torwart den Elfmeter schießen lassen, aber ich, im Grunde genommen habe ich ihn ja mal ganz cool verwandelt, aber andererseits war ich in so einer Situation, mir konnte da nicht so viel passieren. Also ich war schon, mir schon selbst der Sache sehr sicher, den setze ich rein und so war es dann auch. Also ohne überheblich zu sein, also ich habe mir da schon ein gutes Gefühl gehabt, aber wenn du das schon drauf ansprichst, ich glaube, das war ein halbes Jahr vorher, hatten wir gegen 60 München ein Spiel, ich glaube, das müsste 2000 gewesen sein. Da habe ich sogar ein Tor vorbereitet für Erbe Sand. Also da war eine Situation, wir lagen zurück 2-1, waren noch ein paar Minuten zu spielen und ich bin einfach mit nach vorne, nach dem Eckball, rennt dann hier normalerweise der Torwart wieder zurück, aber nein, ich bin stehen geblieben, der Ball kam auch zu mir. Ich machte eine Körpertäuschung und spielte den Ball zum Ebbe, der haut ihn zum 2-2 ins Netz. Also das war eigentlich noch viel, viel kurioser als mein Elfmeter. Der Elfmeter war gegen Simon Hensler, wie du gesagt hast, unser jetziger Torwarttrainer. Wenn ihr euch aktuell seht, fobst du ihn dann noch ein bisschen? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, also muss ich dazu sagen. Aber wenn ich ihn sehe, drücke ich ihm vielleicht schon einen Spruch. Nein, das ist eine Situation, ob der Marc Wilmos ihn reingemacht hätte, der Yves Eigenrauch oder ich. Also ich glaube, das wäre auch egal in dem Moment. So wie Simon heute, hast du auch zum Trainerstab des FC Schalke 04 gehört. 2003 bis 2009 als Co- und Torwarttrainer, nach der Entlassung von Fred Rütten auch als Interimstrainer. Und dann gemeinsam mit Mike Wiskens und Juri. Du hast das gerade schon ein paar Mal angedeutet. War das immer dein Ziel, schon als Profi später als Trainer zu arbeiten? Ja, ich glaube schon. Das hatte ich immer im Fokus. Ich kann mich daran erinnern, diese Frage kam mir irgendwann von Journalisten, wie ich so ein Spiel gesehen hätte und so. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu analysieren. Und oftmals kam dann die Aussage, du siehst das ja schon fast wie so ein Trainer. Und das war für mich relativ früh klar, dass ich auf diese Schiene mit einsteigen werde und das machen werde. Und ich glaube, dass mir das auch irgendwie mit in die Wiege gelegt wurde. Ich habe sehr, sehr gute Trainer gehabt an meiner Seite, habe da viel mitgenommen. Und es ist nun mal von ganz langer Zeit, meine Nummer 1 war der Fußball
Und das habe ich versucht, bis zum heutigen Tag weiter so zu leben. Und ich glaube, auch heute noch lebe ich Fußball mit. Ich bin oft in Stadien, bin viel unterwegs in allen Ligen, die man sich anschauen kann. Und sehr interessiert über Fußball. Ich glaube, das zeichnet einen Fußballtrainer aus. Deine Zeit auf Schalke endete 2009, als Felix Magath kam. Warst du damals enttäuscht, als er seinen eigenen Torwarttrainer mitgebracht hat? Wir waren, also der Juri, der Mike und ich, wir waren alle drei enttäuscht, weil wir hatten ja die Aussage vom Vorstand damals, in welcher Funktion auch immer, wir sollten dabei bleiben, wir sollten den Trainerstab da unterstützen, wie auch immer das aussehen soll. Das war nicht klar definiert, aber dass es dann für uns irgendwann zu Ende war so schnell, damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Aber schlussendlich muss ich dazu sagen, war es ja, sagen wir mal, nicht die richtige Entscheidung, sonst wäre Felix Magath heute noch da. Aber andererseits hat mir dann auch, sagen wir mal, ich habe mich weiterentwickeln können. Ich habe mich über Duisburg, Düsseldorf, meinen Namen auch als Trainer gemacht, was auch wichtig ist. Ich habe meine eigenen Sporen verdient, musste mich auch da beweisen, habe das getan, bin da auch ins kalte Wasser gesprungen, musste mich freistrampeln. Und das hat mir auch was gegeben. Also von daher, alles hat sein Positives, auch dieses 2009. In Duisburg bist du erst Torwarttrainer gewesen und dann Cheftrainer geworden. Wie war es für dich, auf einmal in erster Reihe zu stehen? Ja, erst hatte ich ja auch noch das Finale 2-5, nicht 2-5, gegen Schalke im DFB-Pokalfinale zu stehen, mit MSV Duisburg gegen Schalke. Das war für mich auch ein ganz komisches Gefühl, gegen Schalke zu spielen, dass wir dann auch deutlich verloren haben, weil wir einfach an diesem Tag auch 2-11 war's. Ja, wir hatten eigentlich 2-11 war's, genau. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft und viele Verletzungsprobleme beim MSV. Und schade, aber wir hatten echt ein tolles Jahr. Mir hat das auch viel gegeben. Musste dann im Jahr danach das von Milan Sasic übernehmen, in einer sehr, sehr kritischen Situation. Wir standen auf Tabellenplatz 15, habe aber die Mannschaft gerettet, habe sie auf einen guten, einstelligen Tabellenplatz geführt. Und das war für mich auch so ein Zeichen, es kann funktionieren. Bin aber dann wieder einen Schritt zurückgegangen, weil Mike mich gefragt hat, unterstützt du mich bei Fortuna? Und ich glaube, das war auch für mich nochmal so eine Situation, dass ich gesagt habe, mit Mike Büskin zusammen einen Verein zu trainieren, das macht mir Spaß. Und so war es auch. Leider hat das nur von kurzer Zeit gedauert, weil ich hätte das wirklich sehr, sehr lange gerne gemacht, weil wir haben ein super Verhältnis. Und ich bin auch von ihm als Trainer total überzeugt. Ich sage immer noch, Mike Büskin müsste heute mindestens zweite Liga trainieren. Aber wie das mal so ist im Fußball, das ist rar gesägt, diese Plätze im bezahlten Fußball. Und nicht so einfach, daran zu kommen. In Düsseldorf bist du auch Cheftrainer geworden. Ja. Hast dann 22 von 27 Punkten geholt. Dann lief es aber mal nicht so rund. Und du bist sofort in die Kritik geraten und dann freigestellt worden. Ist das mittlerweile ein Problem, dass viel zu selten, viel zu wenig an den Trainer geglaubt wird? Ihm zu wenig Zeit gegeben? Das ist ja bei jedem Trainer, bei jedem Verein auch so ein bisschen unterschiedlich. Das kann man nicht, glaube ich, pauschalisieren, aber in meiner persönlichen Geschichte war einfach so, dass das Vertrauen der Vereinsobenen nie so richtig da war. Also die wussten immer, das war eigentlich ist jetzt der Torwarttrainer gewesen, der wird zum Cheftrainer, dem geben wir nicht so 100% des Vertrauens. Das habe ich immer gespürt, dass es nie 100% da war, habe mich aber mit meinen Ergebnissen und mit meinen Taten, die ich gemacht habe, mit meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer wieder zeigen können, präsentieren können. Da konnte man ja lange Zeit nichts sagen. Und nachdem ich weg war, ist der Verein ja dann mal in einer ganz, ganz schwierigen Situation geraten. Und das zeigt ja, dass ich in den Situationen, in der ich war, vieles richtig gemacht habe. Du bist dann bei Kickers Offenbach auch Trainer geworden, deinem Jugendverein. War das eine Herzensangelegenheit? Das war eine richtige Herzensangelegenheit. Wenn man bedenkt, dass wir mit einem Mini-Etat in der Regionalliga Südwest eine richtig gute Rolle gespielt haben. In einem Jahr sogar mit -9 Punkten starten mussten, weil wir eine Insolvenz zu spät angemeldet haben. Also all das muss man über so einen Zeitraum, ich war 2,5 Jahre, erstmal bewerkstelligen. Und ich glaube, ich habe dann eine Mannschaft hinterlassen, die top war, die super funktioniert hat und leider aus dieser Mannschaft heute nichts mehr geworden ist. Aber das hat viele Ursachen, aber diese Entscheidung, solange ich da war, muss ich sagen, war das top geführt und wir standen noch richtig gut da, richtig gut im Schuh, eine tolle Mannschaft und das zeigt mir, dass ich mit meinen Entscheidungen, die ich da getroffen habe, vieles auch richtig gemacht habe. Warum habt ihr euch dann dennoch getrennt? Weil ihr standet ja am Ende dann ganz gut da. Das ist ja immer so eine Philosophie, wenn die Leute, die das Kommando im Verein haben,
nicht das optimale Vertrauen zu dir haben, dann hat das keinen Sinn. Da muss man sehen, dass man sich irgendwie trennt, dass man dann andere Wege geht. Man muss als Trainer auch das Vertrauen spüren von allen Seiten. Nur dann hat man auch eine Chance, seine Ideen richtig zu verwirklichen. Wenn jetzt vor der Saison der Trainer von Schalke nicht so das Gespür gehabt hätte, das Vertrauen von oben gehabt hätte, hätte er nicht so frei aufarbeiten können, wie er es jetzt tut. All seine Entscheidungen bis zum heutigen Tag waren richtig, muss man ganz klar sagen. Aus diesem Grund ist Schalke da, wo sie jetzt sind. Und das ist das Vertrauen, das er gespürt hat von den Vereinsoberen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist denn der Trainer immer das schwächste Glied in so einem Konstrukt? Er ist am leichtesten austauschbar, weil es nur eine Position ist oder der Co-Trainer mit. Aber es ist am leichtesten austauschbar. Ob es immer die richtige Entscheidung ist, ist was daher gesagt. Das gibt da unterschiedliche Auffassungen. Aber schlussendlich muss man sagen, dass es natürlich am leichtesten austauschbar ist. Keine Frage. Seit der Saison 17-18 Offenbach bist du jetzt ohne Trainerjob. Ja. Würdest du denn wieder zurückkehren wollen als Trainer oder vielleicht überhaupt eine Position? Also ich führe sehr, sehr viele intensive Gespräche auch darüber in den letzten Wochen, Monaten. Und es könnte passieren, dass ich wieder zurückkehre, irgendwann als Trainer zu arbeiten. Aber es kann auch passieren, dass ich was ganz anderes mache. Also ich bin da sehr, so ein bisschen für mich so ein bisschen unstetig, was ich genau machen soll. Aber auch das ist so eine Geschichte. Ich war schon immer derjenige Typ, der auch sich so ein bisschen hat mitpushen lassen von Leuten. Und da muss man ist man angewiesen, schlussendlich auch, was passiert. Wie ist die Anfrage, wie ist die Chance, sich auf diesem Markt zu etablieren? Welcher Verein hat da Interesse? All das spielt da eine Rolle. Ich glaube, ich würde nicht mehr alles übernehmen, aber das, was interessant ist, schon. Aber es muss mit Fußball zu tun haben. Natürlich. Also Tennistrainer wirst du nicht. Nein, garantiert nicht. In wenigen Tagen ist das Jahr vorbei. Was war für dich sportlich und persönlich das Highlight 2019? Oh. Muss ich überlegen. Kein Problem. Also als sportliches Highlight würde ich sehen, dieses Jahr war der Gewinn des Ryder Cups von der europäischen Mannschaft gegen die amerikanische Mannschaft, dass ich sehr intensiv verfolgt habe und mich mitgerissen hat. Das fand ich sehr unglaublich, was da für eine Stimmung war in Paris. Und das fand ich grandios, muss ich sagen. Für mich persönlich war dieses Jahr vielleicht nicht so der, sportlich gesehen, auch beruflich gesehen, nicht so, wo man sagen könnte, da ist nicht so viel passiert. Das kann im nächsten Jahr nur besser werden und darauf versuche ich mich zu konzentrieren. Also das, was kommt, wird sicherlich interessanter als in diesem Jahr fußballerisch, beruflich. Und da versuche ich mich drauf so ein bisschen einzulassen. Weil du schon oft bewiesen hast, dass du ein Stehaufmännchen bist? Ganz genau. Was ist so gesehen dann dein Vorsatz für 2020 oder dein Plan für 2020? Oder hast du einen besonderen Wunsch? Das, was kommt, alles genau so genießen, wie es kommt und mitzunehmen, was passieren wird und das auch so zu leben. Also nicht irgendwie zu verharren, was hätte sein können, sondern nur nach vorne zu denken und zu sagen, okay, es ist schön, jetzt hier zu sein, das zu erleben und das versuchst du dann auch richtig zu leben. Zum Schluss unseres Interviews nochmal einen Blick zurück auf den FC Schalke 04. Was wünschst du der Mannschaft für 2020? Also ich würde mich echt freuen, wenn wir einen internationalen Wettbewerb erreichen würden im nächsten Jahr. Wenn wir international dabei ist, das wäre eine tolle Geschichte. Da hätte David Wagner einen tollen Job gemacht, muss man ganz klar sagen, wenn das passieren sollte. Und natürlich, dass die Fans, sag mal, auch am Ende noch sagen können, das war eine Mannschaft in diesem Jahr, da hat mich wirklich gefreut, hier hinzukommen und Spaß gehabt bei den Heimspielen wieder. Wir haben viel mehr, jetzt wenn man die letzten Heimspiele sieht, das ist eine ganz andere Stimmung wie im letzten Jahr und das Gefühl, bis zum Ende durchzuleben, ich glaube, das wäre für Schalke sehr, sehr wichtig.